Wer macht sowas? Nee. Wahnsinn. Ich sag sehr oft Wahnsinn, aber es gibt wirklich noch schöne Dinge, die noch nicht zerstört sind. Wo einfach seit 20 Jahren oder noch länger der Verfall Einzug gehalten hat. Ach, da seid ihr ja. Hallo, meine Freunde. Jetzt schauen wir uns heute mal hier an, so ein, ja, was dürfte das sein? Irgendein altes Wohnhaus oder Ferienheim? Mal schauen, was uns erwartet. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja, Freunde, da seht ihr mal, wie verlassen das hier alles ist. Hier sitzen sogar noch die Vögelchen. Schau mal an hier. Hier wächst Farn und was weiß ich. Wir sind hier aber im Gebäude drin. Creepy. So, jetzt mal hier in die Toilette. Die, was ich interessant finde, an fast keinem Lost Place gibt es so ein Klo, was nicht zu beschissen ist. Wer macht sowas? So, weiter geht's. Was haben wir denn jetzt? Wo? Eine große Halle. Nicht schlecht. Eine große Halle. Boah, guckt mal hier, das ist doch schön. Auch hier fällt mir wieder auf. Kalte Speisen, Kaffee, ach ja. Auch hier fällt wieder auf. Wenig Vandalismus, wenig Graffiti. Schön. Ja, muss man eben schauen, wo man hingeht. Was haben wir hier? Das scheint wohl mal so eine Art Küchentrakt oder sowas hier gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Was? Wow. Geht's denn hier hin? Jetzt will ich hier die Heizzentrale. Ich will das jetzt nicht anfassen, aber das ist irgendwas, was steht hier? Entwicklungsflüssigkeit, Netzmittel,
Tja, für was braucht man sowas? Entwicklerflüssigkeit. Vielleicht irgend so eine Art Fotolabor oder sowas. Ich weiß es nicht. Also wir wissen noch immer nicht, was das hier so genau mal war. Das war ein Zufallsfund. Aber wir finden es raus und es schaut sehr interessant aus. Das scheint hier sowas der alte Fettabzug gewesen zu sein. Das heißt, hier unten stand da mal ein Herd. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man mal in so ein Lost Place kommt und kommt wohin, wo eine Küche war. Das Ding, das kann schon 20 Jahre leer stehen. Irgendwie diesen Bratgeruch, dieses Fett, das riecht man immer noch. Seht ihr hier? Die Waage geht richtig. Gutes Ding. Interessant. So, was haben wir hier? Hier ist eine Tür mit einer Gummilippe hier. Das heißt, eine dicke Tür. Ja, so. Und hier drin war dann wohl das Kühlhaus. Da oben ist noch so ein Ventilator, Kühlventilator. Hier auch. Ja, da war dann hier das Kühlhaus. Hier hat dann so, da waren die Regale so festgeschraubt. Da. Oben, da, das war das Kühlhaus hier. Kann ich mal verraten, was das hier für ein Teil ist? Das ist so ganz merkwürdig, weil man geht hier so rein, da, und dann stehst du hier in diesem riesen Teil. Vielleicht waren da unten irgendwelche Heizkessel, was weiß ich. Die Kessel und dann vor allem, die haben sie wieder ausgedrückt. Vorsicht, Kranbetrieb. Nicht unter schwebende Lasten. Was sieht man das von da? Da hinten steht Kranbetrieb. Wir haben jetzt hier mal geschaut, da war dieser Raum, das ging dann hoch. Zu diesem Schornstein. War das vermutlich so eine Art Heizhaus oder sowas? So, jetzt wissen wir mittlerweile, was das ist. Das ist ein altes Ferienlager. Wo wir zuerst waren, das war der Versorgungstrakt. Und jetzt kommt eins der Wohngebäude. Boah. Du sagst ja, dass es keine Taschenlampen sind. Das ist so klein. Guck mal hier. Herr Vogler. Und Herr und Frau, was weiß ich. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Ferienlager? Herr Schumacher, Frau Werke? Nee, wir schauen mal weiter. Wenn man hier mal so schaut. Und ich denke, dass das hier alles, seit es verlassen wurde, einfach nur verfällt. Als wäre hier niemand sonst gewesen. Schwesternhof, schaut mal hier. Schwesternhof. Wer muss denn die Schwester rufen? Stimmt nicht der Bruder. Vielleicht ist das tatsächlich sowas wie ein Altersheim, Seniorenheim, irgend sowas gewesen.
Dann haben die hier gewohnt und dann sind die halt vor in diesen Speisesaal und haben da, weiß ja nicht, oder es war früher mal ein Kinderheim und dann ein Seniorenheim. Auf jeden Fall interessant. Freunde des Verfalls bietet das Ding hier so einiges. Schaut es euch an hier. Das ist ja wirklich dieser Tapete hier. Hier hängt eine ganze Bahn runter über den ganzen Flur. Und da, wow. Also für wen sowas interessant ist, Wahnsinn. Ich sage sehr oft Wahnsinn, aber es gibt wirklich noch schöne Dinge, die noch nicht zerstört sind, wo einfach seit 20 Jahren oder noch länger der Verfall Einzug gehalten hat. Das sind Sachen, die gefallen mir persönlich sehr gut. So lauter kleine Hütten. So eine kleine Feriensiedlung. Oder das Ding, das wird ja immer verrückter. Ich dachte, das wäre irgendein Wohnheim. Jetzt schaut mal hier. Hier, lauter so. Ganz viele Hütten. Da haben sie ja noch einen Schrott abgeladen. Da sind so Schränke drin. Hier vorne ist dann sowas. Das sind vielleicht die Waschhäuser oder sowas, wenn das hier so ein Pain links war. Ja, je weiter man dieses Ding hier so geht, hier sind ziemlich viele von diesen Hütten. Wenn man hier guckt, da sind Hütten. Ja, dahinter kommen noch mehr. Hier geht's weiter. Katrin sagt gerade da, das ist das Haus. Da, hier. In dem Haus waren wir vorhin drin. Und jetzt? Da hinten im Wald. Also Wahnsinn. Riesengroß. Und eigentlich nur natürlicher Verfall. Hier war keiner mehr. Ziemlich lange nicht. So, jetzt sind wir bei der Hütte Nummer 3. Hier. Nummer 3. Wenn man sich diese Hütten anschaut, die sind alle sehr ähnlich. Manche sind besser drauf, manche nicht. Hier im Prinzip immer so ein Apartment, will ich es mal nennen. Statt bestimmt irgendwo ein Bett oder sowas. Hier unten mit. Hüppala. Hier ist fest. So. Hier unten mit Elektroheizung. So. Ich kann ja mal eine kleine Hotelführung machen. Dann geht man hier raus. Hier sehen Sie auch noch eine Abstellkammer. Und hier vorne. Oh. Oh. Wunderschön verfallen. Das nächste Apartment. Besonderheit hieran. Zwei Heizungen. Das muss ich euch zeigen hier. Guckt mal hier. Eine Glühbirne in der Wasser steht. Was man hier so alles sieht. Wahnsinn. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Warten auf viele andere spannende Abenteuer auf euch. Lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht habt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Es ist die Arbeiterfahne, die Vater trug durch die Not. So oft auf der Träger fiel. Sie weht heute über uns allen und sieht schon der Sinn.